Hallo meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder reinschauen. Ich möchte Ihnen heute ein Loblied auf alle Handwerker bringen. Sehen Sie, Handwerk hat ja gerade in Zeiten wie diesen goldenen Boden. Und jeder Mensch kann sich glücklich schätzen, wenn er im Falle des Falles einen Meister an der Hand hat, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Ich hab ein Haus nah bei Wien, nur das ist doch sehr schön, nur oben sind schon ein paar Löcher zu sehen. Es fehlen schon Steine, es müssen neue schnell her. Ich sag zu einem Maurer, sieh, das ist doch nicht schwer. Gar keine Spur, sagt der Mann, da fangen wir gleich an. Da schaut er sich um, ganz genau und exakt, was er mitgebracht hat, wird gleich ausgepackt. Er schaut drauf auf das Haus, da ist ein Loch auf einen Fleck, dann nimmt er einen Stein und legt ihn gleich wieder weg. Dann nimmt er eine Leiter, um hinauf dann zu gehen, tragt sie 8 Schritte weiter, da schlägt die Uhr 10. Es ist Zeit jetzt fürs Frühstück, er zeigt der Schnapsflaschen raus, zündet an sich ein Pfeifen, die geht 15 Mal aus. Wie sie brennt, sagt er dann, jetzt fangen wir gleich an. Dann nimmt eine Prise sein Finger, der gelbe, und dann nimmt er einen Stein, es ist noch immer dasselbe. Darauf muss er niesen, sofort unbedingt. Er legt den Stein wieder weg, weil er glaubt, er zerspringt. Ein Taschentuch sucht er hat leider keins. Das sagt nicht, es macht nichts, dann nehmen sie meins. Da fühlt er sich wohl wie ein Fisch in der Elbe, und dann nimmt er einen Stein, es ist noch immer dasselbe. Will rauf auf die Leiter, da schlägt die Uhr 12. Er legt den Stein wieder weg, seine Frau bringt das Essen, nach der Arbeit, da schmeckt's, drum wird fleißig gegessen. Sie setzt sich zu ihm, er setzt sich zu ihr, heut gibt es ein Rindfleisch mit Gurken und Bier. Dann liest er die Zeitung, sagt er drüstet zu ihr, schon wieder wird gestreckt, die sollen arbeiten wie wir. Ganz leer ist die Schüssel, dann schlaft er ein bissl, dann schlagt die Uhr 2 und die Pause ist vorbei. Also gut, sagt er dann, jetzt fangen wir gleich an. Jetzt wird der Lehm umgerührt, der weiche, der gelbe, und dann nimmt er einen Stein, es ist noch immer dasselbe. Auf einmal, da gespürt er die Gurken, das Bier, er legt den Stein wieder weg, nimmt ein Zeitungspapier, denn der Stein, der wär weniger geeignet dafür, und geht hin zu der Tür, wo geschrieben steht, hier. Gleich noch 3 kommt er raus aus dem kleinen Gewölbe, und dann nimmt er einen Stein, es ist noch immer dasselbe. Und endlich, jetzt steigt er ohne Rast, ohne Ruhe hinauf auf die Leiter, na was sagen sie dazu? Die hat 20 Sprossen, alle weit auseinander. Er steigt unverdrossen mit dem Stein in der Hand. Bei der 18. heute, die Uhr schlägt grad 4. Jetzt ist Feierabend und er steht noch hier. Was soll er jetzt machen, so nahe am Ziel? Er schwankt zwischen Arbeit und Pflichtgefühl. Das Pflichtgefühl siegt, drum benimmt er sich edel und lässt den Stein fallen und er reicht mir am Schädel. Wie ich schimpf, sagt er dann, sind sie böslich. Lieber Mann, für heut macht ma Schluss, aber morgen fangen wir an. Danke, Wiederschauen, bis zum nächsten Mal.